Heute geht es um den heiligen Cyriakus. Wir sind in Niedermendig, denn hier ist der heilige Cyriakus Pfarrpatron. Ein seltenes Patronat. Wer war Cyriakus? Cyriakus war Diakon in Rom im 3. Jahrhundert zur Zeit der Christenverfolgung. Von daher auch Märtyrer. Diakon ist zu erkennen an dieser queren, der Stola, die so quer liegt, hier auf diesem Bild. Diakon ist ein Amt, was es bis heute in der Kirche gibt. Diakone sind die, die ganz besonders für die Kranken und Armen in der Gemeinde sorgen. Bekannt als Hauptlegende von unserem Cyriakus ist, dass er die Tochter des Kaisers Diokletian von einem Dämon befreit haben soll. Nun, wir tun uns heute mit Dämonen und dem Teufel ein bisschen schwer. Aber für unsere Vorfahren war die Existenz des Teufels eine Selbstverständlichkeit, sozusagen als das personifizierte Böse. Und wir sagen ja auch heute noch manchmal, wenn einer unfrei ist, der ist von irgendwas besessen. Vielleicht könnten wir uns das so vorstellen, eben besessen zu sein von etwas, was einen ja nicht frei werden lässt, was einem selbst und vielleicht auch anderen schadet. Suchtkrankheiten, auch andere psychische Krankheiten kann man sicherlich dort Anklänge finden. Und davon hat eben der Cyriakus die Leute befreit. Heute würde man sagen, er war vielleicht ein Psychotherapeut, der gut zuhören konnte, der für die Leute da war. Cyriakus ist auch einer der 14 Nothelfer. Und dort heißt es, er soll in seelischen Nöten angerufen werden, dann würde er helfen. In der Pfalz ist er auch ein Weinheiliger. Und da gibt es einen schönen Spruch. An Cyriak Regen gibt dem Wein kein Segen, denn sein Namenstag ist der 8. August. Und da soll es nicht regnen, sondern die Sonne scheinen.